Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe DAX Trading für Vielbeschäftigte mit Thomas Hartmann. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder live dabei sind und natürlich auch, dass Thomas wieder für uns die Zeit gefunden hat. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und ja, ich will gar nicht so viele Worte verlieren. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung auch wie immer bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, sehr gut. Dann, lieber Thomas, übertrage ich sehr gerne den Bildschirm und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Dankeschön, Nelson. Ja, von meiner Seite auch aus einen wunderschönen guten Morgen, liebe Teilnehmer. DAX Trading für Vielbeschäftigte, mal wieder DAX Future Trading für Vielbeschäftigte, ganz wichtiger Punkt. Und ja, wir legen direkt los. Wir schauen uns Noch sehen wir deinen mal Bildschirm nicht. genau, noch sehen Sie ihn nicht, aber jetzt habe ich, ich muss erstmal den richtigen auswählen, genau, aber jetzt müssten Sie hoffentlich was sehen. Gut, okay. Also, wir fangen. Sie sehen, hier ist natürlich unser WebTrader-Konto ist geöffnet und geladen, beladen. Aber wir müssen natürlich erstmal uns orientieren, wo befinden wir uns. Ich werde auch immer mal wieder einstreuen, was ich so beruflich mache oder was ich überhaupt so mache. Und ich bitte Sie darum, ich habe den Chat auch immer im auf dem Schirm und der Nelson ist natürlich auch da, um mich tatkräftig zu unterstützen. Bedeutet bitte alles, was Ihnen auf der Seele brennt, was Sie gerne erfahren möchten. Rege Teilnahme ist erwünscht. So, und da wir den Chart jetzt hier vor uns haben, müssen wir auf die Großwetterlage erstmal eingehen und die habe ich hier eingezeichnet und ich nehme es vorweg. Ich bin heute richtig schön short eingestellt. Ich habe die Hoffnung tatsächlich, dass wir dieses Bollwerk auf der Unterseite tatsächlich irgendwann mal durchbrechen werden und wir wirklich Kurse, stabile Kurse unter 15.000 sehen. Ich habe ein wichtiges Kursziel bei 14.700, das schreit schon seit Ewigkeiten endlich mal wieder abgeholt zu werden. Mal schauen, ob es heute der Fall sein wird. Wenn nicht, werden wir einen anderen Ausweg finden. Aber das würde ich ganz gerne probieren. Vielleicht findet man da auch schon einen Einstieg, einen guten Einstieg zur Eröffnung. Denn letztendlich geht es ja darum, es ist ja für Vielbeschäftigte. Das heißt, wir wollen ja mit minimalem Zeitaufwand maximalen Ertrag erwirtschaften. So, zu meiner Strategie mal eben ganz kurz. Da gehen wir jetzt auch mal in eine kurzfristige Zeiteinheit rein, schnell in den Fünfer. Und tatsächlich ist für mich jetzt erstmal zur Eröffnung nur wichtig, was jetzt hier gelaufen ist in dieser Spanne. Bedeutet hier auf der Oberseite der Widerstand zwischen 15.110, 22 und auf der Unterseite die Unterstützung bei 14.000, 15.000, wo wir heute Morgen im ganz, ganz frühen Handel uns schon befunden haben. Das sind so die ganz wichtigen Ausbruchsmarken. Also einmal tief, einmal hoch. Ganz klassisch Ausbruchstrading in der Hinsicht. Und wir befinden uns ja gerade auf dieser Nulllinie hier, 15.050, sehr oft angelaufen. Und jetzt werden wir schauen, ob wir einen richtigen Drive rauskriegen. Im Bestfall, wie gesagt, wenn das Trading-Wunschkonzert wäre, hätte ich sehr gerne gesehen, dass der DAX hier unter 15.000 rausfällt und dann richtig Schub auf die Unterseite gibt. Heute ist auch Dienstag, das heißt, es ist völlig im Rahmen des Möglichen und würde auch super passen. Guck gerade mal noch nebenher. Wollte auch noch ein, zwei Sätze sagen zu meiner Vorgehensweise. Also ich benutze keine Indikatoren, also fast ganz wenige, ganz selten, vor allem nicht in einem Webinar, weil mir wichtiger ist, dass Sie ganz übersichtlich den Chart sehen. Das heißt, da werde ich nicht groß drauf eingehen. Jeder, der Indikatoren benutzt, der wird seinen Grund dafür haben, der wird auch seine Lieblinge kennen. Indikatoren sind aber, bitte verstehen Sie mich da nicht falsch, aber es ist einfach nur ein Abbild vom Primärchart. Also warum soll ich dem Sekundärchart in Form von Indikatoren mehr Platz geben als
den Primärchart. So, das ist so eine Sache. Und gerade im Webinar versuche ich auch immer ganz oft mit Ihnen einen guten Einstieg zu finden und eine Position laufen zu lassen. Bedeutet auch, es ist doch nicht allzu schlimm, wenn wir halt eben ein paar hundert Euro im Gewinn sind. Wir haben halt hier ein größeres Echtgeldkonto auch mit 109.000 Euro. Das heißt, da kann man auch ein bisschen was gegen sich laufen lassen, was jetzt nicht heißt, das sollen jetzt hier zigtausend Euro sein, aber ich werde kleine Gewinne nicht sofort vom Tisch nehmen und mich dann größeren Gewinnen beschneiden. Ich möchte mit Ihnen am liebsten einen Trade finden zur frühen Morgenstund, der sich über den ganzen Tag entwickelt. Das ist natürlich eine absolut sportliche Ansage, weil ich größtenteils mit 20 Punkten Stop-Loss arbeite. Aber es ist tatsächlich nicht unmöglich. So, Nelson, habe ich die, sehe ich den Chat eigentlich vollumfänglich? Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe doch, aber Ja, okay. Sonst, das ich habe ist nur für dich vom freigeschaltet. Reinhold. Okay, ich habe was vom Reinhold, seitdem war nichts mehr. Genau, bis jetzt haben aber Oh. tatsächlich keine jetzt was reingeschrieben. Mensch, also liebe Teilnehmer, jetzt aber. Ich hoffe, Sie sind jetzt schon wach langsam. Bitte beteiligen Sie sich, sagen Sie doch was. Was ist denn Ihre Strategie? Geben Sie mir was an die Hand, damit wir hier ein bisschen in Austausch auch kommen. Ja, weil ansonsten mache ich halt einfach mal Werbung für mich. Das haben Sie jetzt davon. Hartmann-Kapital.de. Bitte besuchen Sie doch mal meine Webseite. Sie können bei mir sich auch ausbilden lassen. Letzte Woche hatte ich einen Teilnehmer da, der war tatsächlich die ganze Woche da, von Montag früh bis Freitag. Ja, Freitag haben wir schon mittags Schluss gemacht, aber war jeden Tag hier im Büro und dementsprechend habe ich sogar selbst keinen einzigen Trade gemacht letzte Woche. Ja, absolut. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ich das selbst schaffe, aber es ist mir tatsächlich gelungen. Gucken Sie doch auf die Webseite, vielleicht ist das was für Sie, vielleicht fühlen Sie sich auf der einen oder anderen Seite auch angesprochen, unverbindlichen Termin vereinbaren, einfach mal Kontakt aufnehmen, mir schreiben. Hier sind die Möglichkeiten, Coaching-Seminare als Referent, da sehen Sie mich nochmal ohne Haare und ja, Kooperationspartner, da müssen wir mal FX Flat hier noch mit reinmachen, haben wir auch noch nicht, auch mal direkt weitergeben. Instagram natürlich auch da, Hartmann Kapital, einfach mal reingucken, auch so ein paar Videos von mir und tolle Zitate. Also genug Kontaktmöglichkeiten zu mir, schauen Sie einfach mal rein, haben wir noch 7 Minuten. Der DAX ist sehr, ja, bisher noch ein bisschen lethargisch. Auch das spricht dafür, dass wir vielleicht wirklich eine stärkere Eröffnung bekommen. Jetzt finden wir uns hier mal ein im Einser und schauen uns an. Wir haben hier die 66, ist ein wichtiger Punkt, kurzfristig. Wir haben unseren besagten 94 und wir haben unser starkes, das Tief hier heute Morgen. Das Volumen nehmen wir mal raus. So. Genau, hier ist das Nachttief, das nehmen wir noch mit rein. Also, wir haben jetzt diverse Widerstände und Unterstützung, mehr ist es jetzt erstmal nicht. Und ich würde am liebsten unter den 23, 22 würde ich Short gehen. Und da ich das am liebsten machen würde und es ja vielleicht ein bisschen schneller gehen kann zur Eröffnung, geben wir diese Order schon mal ein. Das heißt, ein Short unter, ja, unter den 20. Ja, so. Unter den 20 einen Short. Ups, unter den 19 dementsprechend den Stop-Loss platzieren wir schon mal 5, 9, 15, 20 Punkte höher. Da, okay. Also, jetzt rutscht er unter unter unserer Unterstützung bei 23, wird ausgelöst bei 19. Regelkonform müsste ich hier dann Long mitmachen, hier einen aggressiven, hier definitiv, spätestens da würde ich aber aufgrund meiner Tendenz übergeordnet erstmal rausnehmen. Und ebenso, wenn dieser Short jetzt hier anläuft unter die 23, würde ich auch gerne, wenn es über das Nachttief ist, genau, richtig.
Genau, richtig, Christian. Also so würde ich das dann angehen. Entweder ich würde jetzt normalerweise über die 94 früh sogar aggressiv bei den 66, wobei das aufgrund der Marktschwankungen um 9 schon locker abgeholt werden kann, ohne dass es weiterhin oder damit, ohne dass die Wahrscheinlichkeit stark ist, dass es auch weiter in diese Richtung geht. Und da den würde ich auch rausnehmen, bald zu dicht dran. Aber unter 4, über 94 beziehungsweise 103 erneut, da definitiv, da sollte man einen Long platzieren. Aber ich bin übergeordnet gerade jetzt so ein bisschen verhaftet und möchte es auslassen. Werde auch dann nochmal zugreifen, wenn er unter 54, unter 74 geht. Unter 74 würde ich auch direkt nochmal mit Short gehen. Aber da haben wir dann noch ein bisschen Zeit. Ich mache die Order schon mal rein. So, wenn wir uns hier befinden, 73, ja, das passt. So. Okay, also erstmal versorgt mit zwei Short Orders unter 519 und unter 973, jeweils mit 20 Punkten Stop Loss, jeweils im FDAX. Und jetzt schauen wir mal, ob jetzt das in diese Richtung, ob da irgendwas kommt, ob irgendwas ausgelöst wird. Ansonsten übergeordnet nochmal, geht es nochmal auf die 15.300, unseren wichtigen Widerstandsbereich. Ich lasse mal das Chartbild für Sie nochmal 2, 3 Sekunden wirken. Aktuell sind wir hier. Also das ist übergeordnet natürlich nochmal ein Widerstandsbereich, den haben wir aber eigentlich ja gestern ausreichend getestet, sollte man meinen. Hoffen wir, dass das ausreichend war und dass er jetzt mal die Unterseite aufnehmen kann, abspulen kann, denn ja, 14.700 auf jeden Fall und übergeordnet sogar 14.100. Das ist ein großes Korrekturziel. So arg weit weg ist es ja gar nicht. In letzter Zeit, in den letzten Wochen wäre es von der Volatilität schier unerreichbar gewesen, aber jetzt tut sich ja doch ein bisschen was. Na, mal gucken, ob wir da was in die Richtung bekommen. 3 Minuten, mal schauen. Guckst du denn zum DAX-Start auch, was die amerikanischen Futures über Nacht gemacht haben, oder ist ja nicht so wichtig für dich? Nee, blende ich auch komplett aus. Interessiert mich nicht, nee. Also wenn es jetzt eine große Diskrepanz geben würde, ich gucke immer mal rein, ja. Aber solange das noch einigermaßen im ja angepasst ist an dem, was der DAX auch dann vollführt, ist das für mich irrelevant. Das ist eine ganz enge Spanne. Der Horst Jürgen hat noch eine Frage im Chat. Ja, also SL wird angepasst. Aber da denke ich dann immer auch erst frühestens drüber nach, wenn wir den Gewinn, also das Risiko, wenn wir das Risiko vorne sind, vorher auf gar keinen Fall. Ja, und dann erst auch zaghaft, weil gerade zur Eröffnung, es kann hier hoch runter gehen. Und wie gesagt, wir wollen uns da nicht beschränken. Ich will mich da nicht beschränken. Jetzt haben wir die Eröffnung. 9 Uhr. Mal schauen, ob wir bei den 19 abgeholt
werden. Noch nicht. Also schon mal gut, dass wir jetzt nicht in einem Rutsch abgeholt worden sind. Oder positiv, dass sich jemand so kurz diese Unterstützung hält, weil dann die Chance noch mal größer ist, dass wenn er da unten durchrutscht, dass er das auch schon mal abgearbeitet hat. Also minimiert jetzt quasi das Risiko für uns, dass es ein Fehlausbruch ist. Und auf der Oberseite haben wir keine Order platziert. Von daher erstmal wunderbar. Genau sowas wie jetzt, dieses kurze runter und dann direkt wieder hoch, das hat uns jetzt den SL direkt gekostet. So, jetzt kommt er. Also wenn die 14, wenn die 15.000er Marke fallen sollte, dann sollte das alles ein bisschen noch schneller gehen. Es gibt ja einige, die sagen, in der Woche, wo es die NFP-Zahlen gibt, geht es ein bisschen langsamer zu. Wie ist deine Meinung dazu? Ja, ist tatsächlich oft so. Ist tatsächlich oft so. Ist aber immer, ich weiß nicht, wenn man das, ich würde, hätte es gerne mal ausgewertet. Ich glaube, das ist wirklich vielleicht, ja, müssten Nuancen sein, aber letztendlich ist das ja schon ausreichend und dass man da was draus ablesen kann, ableiten kann. Weiß ich nicht. Tatsächlich ist es oft so, dass wenn der Nelson und ich hier irgendwie da sind, dass die Volatilität gering ist. Das ist tatsächlich so. Aber irgendwie bin ich heute Morgen aufgewacht mit der Hoffnung, dass heute richtig, richtig Schwung in die Bude kommt. Aber vielleicht täusche ich mich da. Müssen wir das persönlich nehmen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ist wahrscheinlich einfach deine ruhige, harmonische Art auch, die den Markt so. Will nicht sagen, lahmlegt, aber die einfach so eine beruhigende Wirkung hat. Ja, also die Eröffnung ist, ja, das ist echt die klassische Eröffnung, die wir gemeinsam hier haben. 20 Punkte runter, 20 Punkte hoch, wieder runter. Und was macht er jetzt? Ich möchte über 66 eigentlich nicht long gehen. Ich möchte es nicht. Also ich würde schon eher dann tendieren, dazu tendieren, dass wenn er hier nochmal an den Widerstand rankommt, hätte gerade eben schon abdrücken müssen, dass ich dann lieber schon frühzeitig Short gehe, weil er wahrscheinlich diesen Widerstand als erstes schon nicht packt. Jetzt orientiert er sich wieder nach unten. Jetzt reinspringen macht keinen Sinn, weil dann ist der Abstand einer CAV wäre dann quasi 1 zu 1. Das bringt nichts. Dann müssen wir halt jetzt wieder warten.
So, Nelson, ich würde ganz kurz mir noch einen Kaffee holen. Ich bin gleich wieder da, ja? Ja, ist in Ordnung. Vielleicht können die Teilnehmer ja auch mal kurz reinschreiben, wie sie positioniert sind, ob sie bereits schon einen Trade realisieren konnten. Wobei wirklich die Range aktuell jetzt zur Eröffnung nicht sehr groß ist. Long im Dow, okay. Ja, ich habe auch gerade gesehen, die europäischen Indizes sind alle ja nicht fest, aber aktuell positiv gestartet. Ach, nach Kerzenformation, okay. Hammerkerze im M15 Chart im DAO. Ja, noch keine Richtungsentscheidung aktuell. Ne? So, da bin ich wieder. Ja, wie du siehst, hast du sehr viel verpasst. Ja. Ja, der kommt jetzt. Ich bin zuversichtlich. Aber Bin der Oliver, der zuversichtlich. schreibt im Chat, dass er long im Dow ist nach einer Hammerkerze. Okay. Ja, Kerzenformationen. Aber spannendes Thema, gerade wo wir beim Thema Wahrscheinlichkeiten sind. Thomas gibt dem DAX jetzt mal einen kleinen Schubser. Ich überlege gerade schon, ob wir jetzt extra Short gehen sollen, um ihm schon mal zu zeigen, was wir überhaupt wollen. Aber mir ist mit dem Stop-Loss mit zu. Puh, schwierig. Uns jetzt da im Vergleich mal wieder. Ja, wenn wir uns so zum Vergleich die Eröffnung von gestern angucken. Schade, schade, aber echt kein Händchen. Also jetzt macht er hier Dreieckbildung im Einser. Wenn man jetzt das überstrapazieren will, dass man auch irgendwie was sehen möchte aus dieser Bewegung heraus.
Aber diese Spanne ist schon wirklich krass. Also, um das ein bisschen aufzuheitern, jetzt gehen wir hier schon mal vorzeitig short. Ja, es ist quasi instant die falsche Entscheidung, aber irgendwas muss man jetzt machen, um den Markt ein bisschen. Ja. Direkt sofort ins Stop-Loss. Okay, also, Sie sehen, wir haben es geschafft, wir können den Markt ein bisschen bewegen. Immerhin. Wir sind jetzt über die 66 rausgeschossen. Ja, Dreieck, ne? Dreieck nach oben aufgelöst. Hat auch erstmal funktioniert. Jetzt schauen wir mal nach 94, ob wir da gegen den Trend short gehen. Ich gehe drüber nicht mit. Ja, das war natürlich echt super sensationell schön rausgeflogen hier. Ein paar Sekunden gelebt. So, ich gehe ja nochmal mit. Ziel ist nach wie vor, dass er nochmal trotzdem runterkommt und auch die Order unten auflöst. Das ist wieder auch komplett so, wie ich das immer mache, gegen den Trend. Habe direkt jetzt auch in diesem Widerstandsbereich das hoch fast angehandelt. Gucken, da gehört jetzt natürlich einiges dazu, dass er jetzt hier direkt abbricht, nachdem er jetzt mal so einen Schub bekommen hat aus dieser Seitwärtsbewegung heraus. Aber schauen wir mal. Also du würdest bei 24 die Position nochmal aufstocken, Short, oder? Ja, also bei 19 auf jeden Fall. Die Order ist immer noch gesetzt. Da auf jeden Fall nochmal dann mit, wenn er dort runterkommt. Ja. Ah, jetzt ist halt echt, jetzt ist schwierig, wirklich schwierig. Das war ein guter Ausbruch hier aus dieser Seitwärtsbewegung nach oben. Ja, der erste ist weg, der zweite ist kurz davor. Da haben wir hier noch eine Haltezone bei 94,101, wo er drehen kann. Aber dann ist auch erstmal, dann ist halt auch mit Short erstmal Schluss. Da hat man aber auch schon, ja gut, war jetzt Risiko 0,5% pro Trade. Da hätte man 1,5% verloren. Das ist auch noch verkraftbar. Ja, deswegen ist die Positionsgröße auch so gewählt, weil ich da gerne auch ein paar Mal nachgehe. Und falls er wieder erwarten, jetzt doch noch hier ein bisschen runterkommt, werde ich auch schnellstmöglich dann nochmal einen aufnehmen. Ja, aber jetzt möchte ich erstmal, bevor ich die Position erhöhe, das mache ich erst, wenn meine laufende Position zumindest ein bisschen im Gewinn ist. Skaliere nicht in den Verlust rein. So, Oliver, Gewinne schon mitgenommen oder lässt du laufen?
Schon mitgenommen, schreibt er. Okay, gut. So, gucken wir mal. Also, ich gehe mal weiter mit. Jetzt schon unter dem 64, wenn noch drunter kommt. Und so würde ich dann immer weiter skalieren. Aber immer nur in dem positiven Trade. Nicht jetzt hier in den Verlust rein. Genau. Also, jetzt haben wir hier drei Orders insgesamt liegen. Geht los ab 64 Short, 19 und 973. Mal gucken, ob irgendeiner angelaufen wird. Ansonsten hier oben, ja, kann man dann nochmal schauen, nachdem das Stop-Loss ausgelöst worden ist. Mit den drei Trades dann aber hintereinander weg. Also wenn der hier auch noch fehlt, geht, sind wir dann bei 1,5% Verlust. Und das ist dann auch erstmal in Ordnung für einen Morgen. Da mache ich dann auch nicht mehr groß rum. So, kommt ganz langsam, tropft ein bisschen runter. Unter 64 kommt die nächste Position Short mit dazu. Also, zwei Positionen sind mal Short. Die eine ist, oh ja, schön, die eine ist jetzt auch das Risiko vorne. Stop-Loss wird angezogen. Aber auch nicht, ich ziehe den Stop-Loss jetzt nicht komplett plus 1, sondern nur auf Reduzierung, dass es ein 10er ist alles. Ich möchte es nicht übertreiben. Mal gucken, sind wir wieder an dem Punkt, wo er vorhin ewig lang rumgemacht hat. Nochmal zu meiner Herangehensweise. Ich weiß nicht, wer vorhin gedacht hat, dass der eine an der Waffel hat, dass er hier Short geht. Aber das ist genau immer mein Wunschszenario. Keine Ahnung, ob er jetzt da durchläuft, durchrennt nach unten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber genau das sind meine Wunscheinstiege. Hier, wo man immer sagen würde, was macht er eigentlich? Es ist da komplett gegen den Trend. Wir sind 1000 Euro jetzt vorne, 500 Euro haben wir vorhin bezahlt, also auch das ist absolut in Ordnung. Und er läuft weiter nach unten erstmal. Stop-Loss wird jetzt ganz langsam von beiden Positionen nachgezogen, aber nicht wild, weil ich großes Potenzial auf der Unterseite sehe. Ob ich das mitkriege, ob ich das gefangen kriege, keine Ahnung. Aber ich würde es gerne probieren. Und lieber bin ich jetzt mit 100 Euro Gewinn, fliege ich aus dem Markt. Auch wenn hier über 1000 Euro Buchgewinn anstanden, wenn das Ding hier nach unten läuft, dann stehen hier ein paar tausend Euro. Das ist meine Idee dahinter. Du hast bei der zweiten Position 16.080 eingegeben. Ah ja. Danke. Da wäre eh nicht hingekommen. Das ist eh egal.
So, super. Okay. Nee, genau, da auch immer aufpassen. Ein bisschen unkonzentriert. Mal gucken, hier ist natürlich super Potenzial. Es ist mir klar, dass er sich hier wieder nach oben stößt, logisch. Aber wie gesagt, es geht hier ums Laufen lassen, laufen lassen. So, den Trade würde ich ziehe ich noch ein bisschen nach oben. Ja, und dann jetzt natürlich der Rücklauf des Todes. Der ist auch zu stark. 20 Punkte Rücklauf. Also da muss er sich jetzt alsbald fangen, weil sonst war es halt leider echt. Das ist eine super tolle Bewegung, die aber so nicht genutzt werden konnte. Mal gucken. Ja, offensichtlich. Ja, krass. Jetzt auf einmal sehr, sehr volatil, auf einmal richtig starke Käufer auf einmal am Markt. Dass immer eben so 30 Punkte hochgetrieben wird. Wir weiter anpassen, es hilft halt nichts. Sonst wird es einfach zu teuer, wenn er da jetzt oben rausgeht. Also beide auf die 75. Wir kommen leider bislang in keinem Webinar so in den Trade rein, dass es einfach mal durchläuft. Es ist wirklich jedes Mal so, dass oft diese Bewegung hier kommt, dass ein hoher Buchgewinn dran steht und dass ich aufgrund des gerne laufen lassen wollen Würdens, dass ich es nicht umgesetzt kriege und er immer wieder in den Webinaren gegen mich läuft. Super ärgerlich, aber so ist es halt. Irgendwann wird der Tag kommen tatsächlich, wo wir diesen Trade finden. Und das ist genau das, da muss man geduldig sein, da kann man jetzt die ganze Zeit sagen, also man ändert die Position, man ändert die Strategie, man ändert die Vorgehensweise. Ja, das kann man da mal machen, überdenken, wenn man halt eben nach 100 Trades sagt, okay, das ist wirklich immer so, das funktioniert überhaupt nicht mehr. Aber ich weiß halt, dass genau so das funktioniert und dementsprechend halte ich da auch dran fest. Weil wenn so ein Ding dann mal ins Rollen kommt, dann sind hier wahnsinnige Prozente eben verdient. Das ist zwar immer ein bisschen ätzend, bis es dann soweit ist, aber auch das gehört halt dazu. Das ist ja das Warten. So, und da sind wir raus. Okay, also jetzt haben wir ja 525.
Oh, gut 725 Euro verloren. Und das, obwohl wir 1200, glaube ich, Buchgewinn in der Spitze hatten. Ja, ist halt so. Guck mal, ob wir hier noch was finden. 20 Minuten ungefähr haben wir noch. Ob wir hier noch in den Trade reinkommen. Sehen nach wie vor eben Short. Ja, hier oben den Stop-Loss, klar, war genau in dem Widerstandsbereich drin. Wollte aber jetzt dann nicht noch mehr mitgeben. Mal gucken, ob wir jetzt hier mal ein bisschen weiter anziehen. Auf die 56 würden wir noch mal mitgehen. Wieder auf dem Weg nach unten. Vielleicht also teurer wieder einkaufen. Und das ist dann auch aber der definitiv letzte Trade für mich heute. Zum Skalieren ist dann die nächste Möglichkeit bei den 38. Kann sich noch nicht so richtig entscheiden. Eine Frage war noch zu deiner Ausbildung. Hast du die Coaching-Teilnehmer immer vor Ort oder machst du das auch online? Also den Startschuss, den mache ich hier immer vor Ort. Das ist so diese 5 Stunden Einstieg, wo ich halt sage, ja, dass man quasi mit dem System oder wie ich halt da rangehe, dass man das einmal live mitbekommen hat. Das ist ganz wichtig, dass man das hier macht, weil das sind dann immer 5 Stunden netto. Da sitzt man dann ja auch 7 Stunden brutto zusammen. Das ist ganz wichtig, dass man da dann direkt live sich auch mal kennenlernt und die Sachen im Detail durchgeht. Das ist ein sehr, sehr anstrengender Tag für beide Seiten, weil da sehr viele Informationen eben auf einen zukommen. Und der Rest dann die Nachbetreuung, die dann immer noch mitgegeben wird, die gemacht wird. Klar, die erfolgt natürlich online, weil es gibt viele Teilnehmer, die kommen aus einem ganz anderen Eck aus Deutschland, wie Pforzheim. Pforzheim ist inzwischen Karlsruhe und Stuttgart. Da natürlich, da ist man halt nicht einfach so, weil wir sind wieder im nächsten Short Trade drin. Also er hat immer mal wieder so Avancen, wo er so Schwächeanfälle hat. Von daher, das mache ich dann online, die Nachbetreuung. Sehr viel, mal da mal eine halbe Stunde, da mal eine Stunde zusammen die Eröffnung handeln und so weiter. Das so dazu. Also teils, teils. Start ist aber immer, möchte ich bitte, dass sich immer die Mühe drum macht, hier runterzukommen.
weil man das zusammen am besten den Start findet und der Rest dann kann digital natürlich gemacht werden, logisch. Aber ich finde, 5 Stunden am Monitor wenn man neue Sachen lernt, finde ich jetzt nicht allzu befriedigend. Also das ist meine Sichtweise und deswegen möchte ich es bei den Teilnehmern auch so halten, dass man das vor Ort macht. Genau. So. Der DAX, was macht der DAX? Wir sind mit einer Position short. Wir sind mal wieder ein paar hundert Euro vorne. Das sind die guten Nachrichten. Wir sind jetzt mit der zweiten Position auch short. Man kann sich jetzt natürlich definitiv ärgern und sagen, liebe Leute, wie sind wir denn hier rausgeflogen? Mussten 20 Punkte tiefer wieder teurer rein und sind aber immer noch vorne. Es ist halt so, wie es ist. Ja, kann man nicht ändern. Ich fange jetzt noch nicht an, den Stop-Loss anzupassen, von beiden Positionen nicht, weil ich keine Lust habe, dass genau sowas jetzt wieder passiert. Wir warten jetzt einmal, wir haben ja auch noch ein paar Minuten. Ja, vielleicht kriegen wir jetzt wirklich mal den Ausbruch unter diese 15.020 nachhaltigen nach unten mit. Und dann wären wir nämlich wieder ganz gut vorne mit dabei. Immer wieder erstaunlich, die Bewegung vom DAX. Dieses Anreißen hier, dieses sofort zurückkaufen. Mal gucken, was er jetzt hier wieder macht, ob dieser Schwächeanfall dann wieder nur angetäuscht ist oder ob es jetzt wirklich mal was daraus entstehen kann. Ist die Nachbetreuung zeitlich begrenzt oder ist ja oder Lifetime? Die ist zeitlich, naja, also zeitlich ist sie nicht begrenzt. Aber ich glaube, das größte Paket war mal 100 Stunden, was jemand gekauft hat, was jemand gebucht hatte. Der Klassiker sind aber so 10 Stunden, wo dann eben 5 Stunden für den Startschuss hier in Pforzheim benutzt werden. Und ansonsten, klar, solange sie das machen wollen möchten, ist das natürlich, kann man hier zig Stunden machen, gar keine Frage. Ja, also dementsprechend ist das überhaupt nicht begrenzt. Das ist natürlich nur irgendwann, möchte natürlich, dass Sie schnellstmöglich auch erfolgreich werden. Ich möchte nicht nur einfach Stunden verkaufen, sondern mir geht es auch darum, dass Sie da erfolgreich handeln können. Dementsprechend versuche ich das auch sehr, sehr effizient zu gestalten. 100 Stunden ist das schon sehr viel, aber es kommt natürlich auch darauf an, wo man hin will. Also wenn man jetzt selber auch vom Trading leben möchte, dann braucht man natürlich deutlich mehr Stunden, wie wenn man sagt, okay, man will halt einfach nur ab und zu mal ein bisschen handeln. Das ist ganz, ganz klar. Also jetzt nur, um die Charts sauber lesen zu können und gut durch den Handel zu kommen, reicht auch so ein Tagesseminar mit Nachbetreuung in Form von 10 Stunden. Und letztendlich ist es ja wie immer auch, was macht man halt selber draus? Also wie entwickelt man sich selbst weiter? Wie arbeitet man mit? Und das ist ein sehr verschultes System auch bei mir. Es gibt Hausaufgaben quasi. Man muss sich vorbereiten auf die nächste Einheit. Wenn nicht, mag ich das nämlich gar nicht, weil es ist sonst vergeudete Zeit für Sie und für mich. Und das ist ganz ineffizient, wenn Sie sich dann nicht ausreichend vorbereiten. Und dann heißt es halt mal, lesen Sie im Murphy-Kapitel das und das, und dann gehen wir das durch. Und was ist davon hängen geblieben? Wie kann man das für den Handel umsetzen? Wie können Sie das für Ihre Strategie umsetzen? Was wollen Sie davon adaptieren? Was nicht? Das sind ja die ganzen Fragen, die dadurch dann aufkommen. Wie ist der Chart aus Ihrer Sicht analysiert worden und was kann man da besser machen? Und ganz, ganz viele Sachen, wie Sie hören, das ist ein ewiger, ewiger Kreis. So, und der DAX ist auch ein ewiger Kreis. Also
Er hält sich da wacker. Umso mehr hoffe ich, dass der Knall dann eine große Enttäuschung mit sich bringt. Aber ich bin jetzt auch das ist mir klar und bewusst. Wir könnten jetzt auch einfach sagen, ja, 725 € haben wir ja schon verballert. Sobald jetzt 725 € sind, gewinnen wir mal zu. Nee, machen wir eben nicht. Weil genau dann kommt vielleicht das, was wir uns wünschen. Ja, ich meine, klar, vielleicht kommt dann wieder ein Rücklauf mit 30 Punkten, wir fliegen wieder komplett raus mit Verlust. Aber ich möchte ja die Position laufen lassen. Und ich möchte jetzt nicht einfach nur hoffen, dass ich plus minus null aus dem Handelstag rauskomme, sondern im Bestfall habe ich ja was verdient. Das klappt ja auch nicht immer, logisch. Aber wir wollen es zumindest versuchen. Wenn wir das eben jetzt einfach immer abwürgen, dann versuchen wir das damit nicht. Dann versuchen wir uns jeden Tag irgendwie aus dem Handel zu retten. Und das kann ja schon allein nicht der Anspruch sein, warum man tradet. Wir wollen uns ja nicht aus dem Handel retten. Wir wollen ja aus dem Handel souverän rausgehen. Selbst entscheidend, wann wir aufhören und wann sind wir unserer Strategie treu geblieben, etc. So. Ich gehe jetzt nochmal hinterher, wenn er jetzt hier drunter fällt. Unter 21 ist ein bisschen arg eng. Weil ich immer noch der Meinung bin, wenn es dann mal kommt, dann kommt es dicke. Immer mit 20 Punkten SL. So, und hier, wir fangen, ich habe es auf dem Schirm, wir fangen dann auch gleich an, SL anzupassen. Aber ich möchte es nicht zu arg machen. So, also er kann schon. Mal gucken, ob wir jetzt noch den nächsten kriegen. Na, jetzt passen wir mal den einen SL von der Position, die schon deutlich am Gewinn ist, passen wir jetzt an. Ja, 54 wäre plus 1 und ist auch eine sinnvolle Anpassung. So, und die reduziert. So, jetzt sind wir mit drei Positionen short. Und Sie sehen, wir haben 1.500 € Buchgewinn. Und wir würgen es nicht ab. Wir traden das jetzt ganz souverän und ziehen jetzt einfach den Stop-Loss nach von allem. So, ich ziehe jetzt von den beiden vorhergehenden Positionen den Stop-Loss auf die 50 noch und die eine bleibt erstmal komplett im Risiko. So, und dann mal gucken, ob hier die große Rutsche jetzt kommt. Wir haben immer noch die 15.000, ein gutes Stück entfernt. So, jetzt müssen wir halt wieder Achtung und gucken, dass er sich jetzt hier nicht wieder komplett aufbäumt. Bedeutet, wir müssen jetzt auch schneller den SL nachziehen, weil uns sonst zu viel Gewinn insgesamt abhanden kommt. Ich werde jetzt den auf die 39 erhöhen. Dann läuft der 1 zu 1 in den Stop-Loss da mit dem Trade, den wir jetzt zuletzt eröffnet haben.
So, dann mal schauen. 1600 € Buchgewinn waren da. Kommt jetzt die V-Bewegung oder schmiert halt jetzt weiter ab. Sie sehen aber, wenn er mal dann die Bewegung aufnimmt, die Richtung aufnimmt, dann sind da mal eben schnell 2, 3, 4.000 € verdient. Gar kein Problem. Ja, wenn nicht, haben wir halt unseren Stop-Loss. So, das ist jetzt wieder zu stark. Ja. Da sind wir gleich draußen. Also er kann sich dann noch nicht nachhaltig entscheiden für. So, ich glaube, jetzt hängt die Verbindung, oder, Nelson? Ich überprüfe bei mir. Also, weil die Position muss auf jeden Fall rausgeflogen sein. Ja. Ja, also Dann hängt's. aktuell läuft die Plattform hier bei mir. Dann liegt es am Webtrader oder irgendwas. Ja, die Position ist auf jeden Fall nicht mehr da. Also die Kurse laufen. Ja, auch der Future. Ja, genau, war schon bei 43. Ja. Ich komme jetzt gerade nicht in den Webtrader rein. Aber ja, der Trade ist auf jeden Fall rausgeflogen. Okay, ja, was sagen wir dazu? Benutzt sonst noch jemand den Webtrader? Hat sonst noch jemand das Problem oder liegt es nur an mir? Ich frage mal meinen Kollegen nach, aber aktuell habe ich keine Meldung vorliegen. Jetzt, okay, jetzt kommt er. Ja, aber irgendwas, also es ist nicht, das ist nicht normal. Irgendwas ist da. So, also die Kollegen melden auch und auch hier der Teilnehmer, dass soweit alles läuft. Also von Ja, unserer also im Seite war jetzt das. Webtrader, ich habe jetzt hier auch eine Kurslücke drin. Irgendwie. Jetzt sind die Kurslücke auch weg. Okay, keine Ahnung, dann woran es lag. Also fassen wir zusammen, wir sind durch. Es hat leider nicht, ja, werden gute Bewegungen dann doch noch, die haben wir bekommen. Wir sind aber nicht weiter, ja, ins Ziel gelaufen in der Hinsicht. Wir haben also 500, du hast 25. Genau, packen wir mal den. Upsa, mal jetzt hier. Was machen wir jetzt hier? Nee, wir haben
als Abrechnung. Genau, jetzt warten wir mal, lassen wir mal zum Abrechnen. Das haben wir jetzt verloren, verdient. Minus 550, minus 50, plus 375, minus 250, plus 20, minus 500. Also 950 Euro haben wir verloren. 1600 Euro waren wir schon im Gewinn. Schade, hätte auf jeden Fall besser laufen können. Auch hier der Rücklauf wieder deutlich zu stark. Immer mal wieder Volatilität, die aus dem Nichts quasi kommt. Aber so ist es halt letztendlich auch alles nicht so wild, nicht so schlimm. Ich lasse den Trade hier bewusst offen. Einstieg unter 473, unter 973, den Short. Ich habe es Ihnen gesagt, ich sehe größere Chancen auf der Unterseite. Mal schauen, ob die sich halt durchsetzen. Müssen wir mal gucken. Ansonsten, ja, bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen für Ihre Teilnahme. Vielen Dank an Nelson für die tolle Moderation, wie immer. Und schauen Sie bei mir vorbei, hartmann-kapital.de auf Instagram und folgen Sie mir. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Vielleicht bis bald. Ja, super, vielen, vielen Dank, Thomas. Die Links sind auch im Chat für alle da drin. Können Sie sich entsprechend mal informieren und Thomas gerne kontaktieren. Vielen, vielen Dank für die Teilnahme und natürlich wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und ich hoffe, dass Sie dann nächstes Mal wieder dabei sind. Bis dahin, alles Gute. Ciao.